Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen und sehr kalten Vlog. Ich glaube, ich muss mir auch gleich noch eine Jacke drunter ziehen. Es ist in der Nacht echt kalt geworden. Wir hatten Minusgrade, aber alles so um den 0 bis minus 2 Grad Bereich. Jetzt noch nicht super frostig. Das heißt, auch der Platz ist noch wunderbar bereitbar. Wir hatten vorgestern Dauerregen und oh Gott, meine Stimme. Er ist wirklich perfekt zum Parkourreiten gestern schon gewesen. Will ich heute nochmal machen, morgen wahrscheinlich auch nochmal. Und dann können die Sprünge erstmal wieder weg und umgebaut werden. Aber ich dachte, ich nehme euch heute bei den frostigen Temperaturen einmal mit durch den Stall. Viel Spaß. Ich nehme mir gleich mal die Abkürzung übers Paddock. Ja, grüß dich euch. Hallo, hallo. Wie geht's uns? Eis Roger und Kamocha. Kleine Süßes. Okay, also es ist eindeutig zu windig, um draußen irgendwas zu erzählen und mit Ton zu filmen. Oh, der Wind ist auch wirklich, wirklich eisig. Aber bei der Gelegenheit kann ich gleich einmal hier in der Futterkammer kurz Bestandsaufnahme machen. Denn ich muss ja jetzt auch schon so ein bisschen an Weihnachten und die Feiertage damit verbunden denken bis ins neue Jahr. Das passt aber mit der Bestellung sehr gut. Also wir haben noch genug Futter erstmal, aber das kann ich dann jetzt die nächsten Tage in Ruhe einmal bestellen und fertig machen. Ich bestelle ja immer so, dass ich einmal mit der Spedition, meistens sind so zwei Paletten voll, geliefert bekomme, weil es ist ja Quatsch, wenn ich dann immer ganz oft Kleinigkeiten einzeln bestelle und das immer mit der Post geliefert wird. Das ist ja viel mehr Verpackungsaufwand und Versandaufwand und so weiter, als wenn man halt einmal die Spedition kommt. Aber dafür gucke ich jetzt einmal, was an Futtersäcken noch da ist und genauso auch an Zusatzfutter. Das sieht aber hier alles noch gut aus. Was wir jetzt in der Fellwechselzeit auch mitgefüttert haben, ist hier der Zink-Boost. Davon haben wir aber auch noch was da. Da werde ich aber gleich einmal Selen im Gegenzug wieder nachbestellen. Weil Selen ist bei uns hier in der Region im Boden und damit eben im Heu einfach nicht in den ausreichenden Mengen vorhanden. Und das kann man supplementieren oder sollte man supplementieren, besser gesagt, dass das Pferd da gut versorgt ist. Deswegen ist es auch immer wichtig, da regelmäßig Blutbilder einmal mitzumachen, um da einfach auf dem neuesten Stand zu sein und immer da aktuell anpassen zu können, falls es nötig ist. Und gerade jetzt in der wechselhaften Jahreszeit auch immer auf Vorrat habe ich das Indestrophin. Das ist, wie ihr es hier schon lesen könnt, für leichte Verdauungsstörungen. Also wenn man merkt, oh, vielleicht bahnt sich da irgendwie eine Kolik an, schon ein bisschen Bauchschmerzen erkenntlich beim Pferd, dann ist das auf jeden Fall ein sehr guter Helfer, um das zu unterstützen. Mesh muss ich auch nachbestellen. Da haben wir auch gerade die letzten Säcke vorne aufgefüllt. Das gibt es bei uns jetzt auch in der kalten, wechselhaften Jahreszeit öfter mal zwischendurch, dass die Pferde einfach gut versorgt sind. Das ist für die leicht verdaulich. Man hat auch, gerade wenn man es so lauwarm füttert, im Winter, wenn die Pferde vielleicht, wenn es wirklich, wirklich kalt ist, vielleicht mal schlechter trinken, auch noch zusätzliche Flüssigkeit. Zufuhr, also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit und auch mit Mesh, das fressen die ja in der Regel gerne, wenn man das Red Apple Mesh von Speed, das ist schmackhaft, da kann man auch gut Zusätze oder Medikamente oder sowas mit unterbringen, wo die das gut mit fressen, besser als wenn man es einfach so als Pulver übers Futter macht, dann ist es schneller auch so weggepustet und weggeatmet und aussortiert und im Mesh fressen sie es besser mit. Während die Lama jetzt erstmal bämmert, habe ich mir immer noch schnell die Jacke drunter gezogen, weil es wird gerade echt windig und sehr eisig windig. Und ich will ja definitiv noch draußen mit einigen Pferden springen. Und das wird jetzt echt frisch. Mit einigen gehe ich dann auch sicherlich in die Halle. Bin sehr dankbar, dass wir die Möglichkeiten hier haben, beides zu haben. Aber ja, draußen habe ich jetzt eben die Sprünge aufgebaut. Und nur die Harten kommen in den Garten. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Dementsprechend habe ich das einmal aufgerüstet. Normalerweise habe ich meinen Zopf hier so ein bisschen höher, dass man den dann durch den Helm durchziehen kann. Aber es ist so eisiger Wind draußen, dass ich mir jetzt hier so eine sexy Badekappe geholt habe. Moment, wie rum ist die?
so rum, oder? So? So. Ich glaube so. Dass es nämlich dann an den Ohren warm ist. Und deswegen mache ich meinen Zopf jetzt ganz weit runter, dass er dann unterm Helm sitzt. Sieht halt echt aus wie so eine Badekappe, ne? Aber dann zieht es nicht an den Ohren. Ich bin an den Ohren auch einfach echt empfindlich, was Kälte angeht. Wow. Also einen Schönheitspreis gewinnt man nicht, aber es ist wärmer und das ist die Hauptsache. Und es wird auch definitiv Zeit, ich habe halt so einen Knoten in der Zunge, für Wärmeklebepflaster. Beziehungsweise ich habe auch so Heizsohlen mit USB-Kabel mit Powerbank, kann man hier dran machen. Die muss ich vielleicht auch wieder rausholen. Oh, ist das kalt. Also diese Mütze und ein Helm war auf jeden Fall eine richtig gute Entscheidung. Fühlt sich gar nicht so unangenehm an, der Wind. Weißt du denn? Ja, das ist Carino. Okay. Wir sind gestern schon ein bisschen im Parcours gesprungen. Er hatte jetzt 2 Wochen eine Springpause, hat nur so ein bisschen Cavaletti gemacht und hat auf jeden Fall Bock gehabt. Vor allem hier zum Ausgang hin, da war der Motor an. Aber ganz ehrlich, lieber so, als er hat keinen Bock und will nicht auf die andere Seite. An allem anderen kann man arbeiten. Ja. Gib konstant jetzt durchgängig die Hilfe. Fertig machen. Dann ganz eventuell nochmal, wenn man anfängt Schritt zu reiten draußen, dann gar nicht mehr und dann erst wieder, wenn man hier drin ist. Sehr praktisch. Ich würde euch gerne einen Tipp verraten, wie man das beibringt. Kann ich nicht. Hier läuft einmal unsere Sprinkleranlage. Selbstverständlich nicht, um zu sprengen, sondern um die leer laufen zu lassen. Deswegen hört ihr auch drin einmal den Kompressor, dass wir einmal Luft durchjagen anstatt Wasser und dann alles wintersicher ist. Bin fertig mit Reiten und die Sonne kommt raus. Ich sehe es schon. Da kommt es nämlich schon wieder dunkel. Wenn ich wieder auf dem Pferd sitze und Novi springen will, fängt es wieder an zu schneien. Es ist feigst. Wie ihr im Hintergrund hört, läuft der Kompressor noch. Alex ist noch nicht ganz fertig, deswegen reiten wir jetzt erstmal in der Halle, ein bisschen warm und gehen dann gleich raus und machen ein paar Sprünge. Und ihr seht auch, dass die Sonne wieder weg ist und es fängt wieder an zu schneien. Ich hab's prophezeit. Mann, ich bin dafür nicht bereit. Die kleinen Sprünge, die hier sowieso ja aufgebaut waren, habe ich direkt mit zum Warm-up genutzt. Warm geritten bin ich hier in der Halle und dann konnte ich draußen direkt mit ein paar kleinen Sprüngen anfangen. Hier
habe ich einfach darauf geachtet, dass ich einen ganz ruhigen, gleichmäßigen, lockerlässigen Galopp über die Sprünge einfach mitnehme. Er hat viel Bock, viel Power, aber er soll schön lässig warten auf mich und meine Hilfen. Ja, und habe dann einfach hier so ein paar verschiedene Linien über die Sprünge hinweg angelegt, dass ich das eben, wie gesagt, ganz, ganz gleichmäßig im Rhythmus immer wieder mitnehmen kann. Hier an der Ecke muss ich immer ein bisschen aufpassen. Nicht wegen Conny, sondern irgendwas sieht er da seit 2-3 Tagen an dem Trafohäuschen, was er total gruselig findet. Deswegen muss ich da umso mehr drauf achten, lässig, aber trotzdem ruhig und konsequent da vorbeizureiten, immer so nach außen drücken wollen, nicht nach außen ziehen, sondern am inneren Schenkel nach außen reiten wollen. Und das hat auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert, hat sehr schön von Anfang an zugehört, aufmerksam bei mir an den Hilfen gestanden. Dann haben wir so ein bisschen die Kombination erstmal auch noch zum einzelnen Training genutzt, habe dann hier über den Steilsprung mit viel Spaß Nori Seitz die Hand gewechselt, ja, aber mit der Kombination haben wir erstmal so ein bisschen Einzeltraining quasi gemacht, haben den Ochser hinten immer so ein bisschen weitergezogen, dass er eben vorne ganz lässig reinspringt und dann auch, wenn er die Ecke da hinten gruselig findet, da richtig schön kraftvoll hinten rausspringt und den Ochser auch schön zu Ende springt. Er hat das wirklich fantastisch gemacht, ganz toll, auch von der Basküle her und das einfach hier schön zum Warm-up mitgenutzt und dann auch schon einmal eine kleine Parcoursrunde mit eingebaut. Ich habe hier aus einer engen Linkswendung mit Sprung 1 begonnen. Locker, lässig, fluffig, schön aus der Kraft, elastisch abgefußt. Da hinten, wie gesagt, die Ecke. Wieder gruselig gewesen. Ich habe das aber versucht, einfach schön zu überreiten. Auch auf der ganz langen Geraden. Hier ist es mir noch nicht ganz gelungen, den Galopp ganz gleichmäßig bis zum Sprung zu behalten. Also da hätte der letzte Galoppsprung noch genauso sein sollen wie die vorher auch. Ochse jetzt sehr gut gesprungen und diese 4 Galoppsprünge hier sind super eng, die sind auch überhaupt nicht gemessen. Ich habe das nur mal so geritten und das hat ganz gut gepasst und da hätte ich einfach schneller einmal schließen müssen, aber ich muss ja in die Ecke zu dem Ochse da, also über den Ochse so ein bisschen mitreiten und das geht ja auf die gruselige Ecke zu und dann war ich da nicht schnell genug in der Korrektur, da wieder den Galoppsprung klein zu bekommen. Das haben wir am Ende auch nochmal wiederholt und dann sehr gut korrigieren können. Dann ging es noch hier einmal über die Kombination wieder in die gruselige Ecke rein. Sehr gut. Ja, und jetzt seht ihr hier nochmal die Linie nachgearbeitet, korrigiert, ganz lässig hier den Ochser. Ich kam schneller zum Hinsetzen, hatte wieder Platz zum Steilsprung. Conny hat einmal die Stroh- und Heuwagen aufgefüllt. Die Heuwagen, Quatsch, die Heuballen sind auch echt schwer, ne? Also das darf man nicht unterschätzen. Aber das ist so praktisch für die tägliche Stallarbeit, wenn man das einfach durch die Stallgasse schieben kann. So, Nori hat erstmal Abschlusssäcke drauf und dann packe ich jetzt auch gleich erstmal hier in eine Box. Die trocknen hier nämlich immer erstmal schnell ab. Die Lava ist aber schon trocken. Das heißt, den kann ich schon mal wieder rausbringen. Ne? Jo. Wenn die Sonne da ist, ist sie so schön warm. Aber die ist halt immer nur dann da, wenn ich nicht reite. Dann sitze ich so mit zugekniffenen Augen auf dem Pferd, um irgendeine Distanz zu sehen zum Sprung, weil es mir ins Gesicht schreit. Der Einzige, der noch keine Decke anhat, da, Thorsten, der findet Decken noch ein bisschen gruselig. Ist immer so, oh Gott, es liegt was auf mir, auch so mit Abschlussdecke oder so. Da muss er noch ein bisschen lernen, dass das nicht schlimm ist. Aber auch das wird er lernen, dass das eigentlich was ganz Gutes ist. Alex bereitet schon mal Mittagessen vor und ich nehme Castor schon einmal mit und mache ihn schon mal soweit bereit und schon mal Beamer drauf. Dann kann ich nämlich nach dem Mittagessen direkt losstarten. Ich bin mir sicher, dass es nachher dann wieder schneien wird, wenn ich aufsteige. Das ist wirklich faszinierend heute. Strick. Und dann mache ich mit ihm noch ein paar Sprünge und dann bin ich mit Springen fertig und reite in der Halle dann noch ein paar, wenn es dann vielleicht irgendwie noch mal mehr schneien sollte oder eklig wird vom Wetter, bin ich dann in der Halle wetterunabhängig. Das ist mir dann egal. Aber solange ich noch halbwegs Wetter habe, nutze ich das draußen. Du brauchst hier gar nicht zum Gras zu schielen. Nee, nee. Maja.
trocknet auch noch. Was guckst du so? Da sind noch zwei, du bist nicht alleine. Ich sammle gerade einfach meine Eimer hier wieder zusammen. Die hatte ich ja gewonnen dieses Jahr in Paderborn auf dem Turnier. Die hatte ich jetzt immer als Turniereimer sozusagen in meinem Hänger. Den hatten wir so zwischendurch mal irgendwie rausgebraucht. Und wie das immer so ist, irgendwie nicht wieder zurückgeräumt. Ja, und irgendwo muss noch ein zweiter sein. Ich weiß nicht wo. Aber die hier können hier raus. Die brauche ich hier drin nicht. Aber davon muss irgendwo noch ein zweiter sein. Und wie nämlich immer, die sind nämlich auch ein bisschen größer. Wir haben, okay, bis oben haben sie 20 Liter. Also die sind ein bisschen größer als solche. Und dann weiß ich ja doch immer, dass das meine sind und dass die hier reingehören. Weil blau zu blauem Hänger habe ich das immer dabei. Wir haben hier vorne diese großen Futterkisten, die wir gar nicht nutzen für Futter. Die nutzen wir aber hier zum Lagern von meinen ganzen Turniereimern und unseren Krams. Habe ich in der Sattelkammer auch gleich noch den Schutz hier für die Anhängerkupplung gefunden. Hier ist der Eimer aber auch nicht drin. Hier ist alles aber sauber gemacht. Ich muss nochmal noch den Rest rauskehren. Aber das hier ist alles sauber gemacht, winterfest gemacht. Im Hänger genauso, im anderen Transporter ebenfalls. Aber wir werden jetzt trotzdem auch mal so ein bisschen Trainingsturniere im Winter mitnehmen. Prussendorf hat zum Beispiel jetzt mal wieder ausgeschrieben für die Routine einfach so ein bisschen, einfach das so als Trainingsturnier mitzunehmen. Also da werde ich Nori auf jeden Fall mitnehmen. Ja, man kann da, ich glaube, Springpferde LM springen, das gibt es da irgendwie. Da wird auch Castor, denke ich mal. Obwohl ich ihn eigentlich im Prussendorf nicht gern reite, aber so ein M-Spring geht. Die haben die Abreiterhalle, also diese Ein-Abreiterhalle, glaube ich, auch neu besandet, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Da ist jetzt neuer Boden drin seit Sommer. Deswegen werde ich da mal schauen, dass wird der vielleicht auch einfach so 2M-Springen gehen für Training, für die Routine. Jo. Deswegen werden wir das dann eh alles wieder brauchen. Deswegen ist es wichtig, dass trotzdem alles, was man fürs Turnier braucht, einsatzbereit und griffbereit ist, dass man weiß, wo was ist. Ja, seht ihr hier in der natürlichen Kühlung, obwohl die Drinks ja gar keine Kühlung benötigen. Die könnt ihr ungekühlt auch bis zu 6 Monate lagern. Sind hier meine Y-Food-Flaschen. Kann ich aber gleich mal mit rausnehmen und einmal ins Getränkelager packen, dass wir die hier einfach auch im Alltag wieder mit haben. Das ist ja noch eine Sorte aus der Summer Collection. Es gibt jetzt auch eine neue Winter Collection. Und von den Sommersorten gibt es noch einzelne Sorten, die noch nicht ausverkauft sind. Die sind gerade, glaube ich, sogar auch nochmal extra reduziert. Also schaut da mal vorbei. Hier Cherry Banana ist leider ausverkauft, aber Tasty Strawberry habe ich gerade gesehen. Jetzt, wo ich das Video drehe, ist es zumindest noch erhältlich. Also ich kann euch nur den Tipp geben, die sind wirklich sehr lange haltbar, ungekühlt, wie gesagt auch. Man braucht die also nicht die ganze Zeit irgendwie im Kühlschrank haben und sich damit den ganzen Kühlschrankplatz irgendwie verbauen, sondern ihr könnt euch da von euren Lieblingssorten auch wirklich einen Vorrat anlegen, wenn ihr jetzt von den sommerlichen Sorten noch was ergattern möchtet. Oder wie gesagt, ihr schaut einfach bei der Winter Collection vorbei. Die habe ich bei uns, wo war es, in Kaufland, glaube ich, auch gesehen. Ja, ich glaube im Kaufland, als ich da vor 2 Tagen war. Ich kann nicht mal ein Foto einblenden, habe ich nicht fotografiert. da könnt ihr also auch im Einzelhandel schauen, falls ihr erstmal probieren wollt. Aber mein Code gilt natürlich nur auf der Website. Also der 10% Code ist ja immer aktiv. Könnt ihr da also gerne vorbeischauen. Ha, seht ihr? Im anderen Transporter war mein geliebter Eimer. So. Da kommt es schon wieder ganz schön schwarz. Das war's mit der Sonne. Schön. Naja. Hier sind sogar noch Äpfel drin, die noch gut sind. Und wie praktisch. Wir haben ja gerade 3 Pferde hier stehen, die noch trocknen. Dann kriegen die doch gleich ein. Jo, ich würde es dir auch reingeben. Ich frage mich, wie lang die Äpfel da drin sind. Auf jeden Fall sehen sie doch super aus. Guck mal, Muppi. Warte, kriegst du erst mal einen? Noch gar nichts gemacht. Und schon kriegst du ein Äpfelchen.
wollte eigentlich jetzt noch Laub machen. Na, hindert dich keiner dran. Junge, Junge. Na Mensch, also das Wetter zeigt heute auf jeden Fall alle Facetten. Alles, was es so gibt, kriegen wir. April, würde ich sagen, oder? Leider müssen wir darauf noch ein bisschen warten. Ach je, Mene. Naja. Aber jetzt reite ich noch Castor draußen. Muss erstmal schnell Wäsche neu ansetzen. Weil das wird hier alles nicht weniger. Castor ist sehr gut drauf im Moment und muss auch schön lockerlässig auf mich warten beim Warmspringen. Also die allerersten Sprünge habe ich jetzt hier nicht gefilmt für euch, sondern jetzt schon so ein paar Löcher höher, aber auch da soll er schön warten. Ihr seht jetzt gleich hier bei dem Sprung zum Beispiel, so diesen vorletzten Galoppsprung zieht er mir so ein bisschen dolle rein. Also da springt er tatsächlich los, da mache ich gar nichts und treibe nicht und nichts. Das ist ja super, dass er hinzieht, deswegen unterbinde ich das jetzt auch nicht. Aber wenn ihr genau hinhört, hole ich ihn da jetzt im nächsten Sprung jetzt hier mit Stimme so ein bisschen zurück, dass er schön wartet, hat er sehr gut angenommen. Dann gehe ich nochmal hier an linke Hand einmal den kleinen Ochser. Und dann haben wir mit ihm genauso wie mit Nori auch erstmal die Kombination so ein bisschen auch zum Warmspringen mit genutzt. Denn wenn ich sage, Nori hat dort hinten so ein bisschen die Gruselecke, dann ist das nichts im Vergleich zu Castor. Ich sag's euch, je oller, desto doller. Der hat da hinten so an diesem Wall aber bei ihm, nicht am Trafohäuschen, sondern am Wall, Gespenster gesehen, vor allem an dem Tag. Okay, jetzt kam hier noch ein Auto, das war natürlich, da durfte er sich kurz erschrecken, das ist verständlich, aber sonst, ey, der ist so frech da hinten, deswegen war das auf den Wall drauf zuzuspringen, hier die Kombination sowieso schon ein herausforderndes Training für ihn. Und dann eben immer auch hier, wie ihr seht, den Ochser Stück für Stück weitergezogen, dass er wirklich auch richtig schön zu Ende springt und kräftig hinten raus springt. Immer Öhrchen dann nach vorne. Also das hat dann wirklich sehr, sehr gut geklappt hier. Das hat er super angenommen und schön aufmerksam, auch ganz fein hinten raus. Dann haben wir auch angefangen, erst hinten einmal nur hochzuziehen. Dann ist das ja quasi wie so ein Trippelbarre so vom Anspringen her. Das ist sehr schön locker lässig gemacht. Ihr seht, wie auch der Schnee immer mehr wird. Es wird auch gleich noch mehr. Es war wirklich ein absoluter Traum zu reiten. Ja, und weil es dann wirklich auch schwer wurde, ordentlich zu sehen, weil es auch echt windig und so eisig windig mit dem Schnee dann auch war, habe ich dann gesagt, okay, ich rede jetzt einmal kurze Parcoursrunde rum. Ja, auf dem Video sieht es noch harmlos aus. Es hat sich beim Reiten noch, okay, ja gut, jetzt sieht es schon schlimmer aus. Viel krasser angefühlt, weil man einfach wirklich die ganze Zeit so die Augen zusammenkneifen musste und es war so eisig, windig und mit dem Schnee, es war nicht angenehm. Deswegen aber, wie gesagt, erstmal geschaut, dass ich jetzt hier so eine kleine, lockere Parcoursrunde einfach durchreite, nochmal nach den einzelnen Sprüngen und dann haben wir es auch, weil er das wirklich sehr schön locker, lässig gemacht hat, gut sein lassen an dem Tag. Das war super. Es wurde nämlich nicht gerade weniger mit dem Schnee. Da hat er dann schön zugehört, gewartet. Ich habe nochmal eine engere Wendung hier. Einmal nach links nochmal in die Gruselecke rein mit dem orangen Steilsprung. So, Moppy, so hast du dir dein Leben nicht vorgestellt, oder? Heieiei. Naja. Da war jetzt aber sehr gut gewesen. Man sieht halt einfach nicht viel, wenn man die ganze Zeit so guckt. Und das ist ja jetzt richtig schön locker gesprungen. Und deswegen habe ich jetzt auch gesagt, ach, eine kleine Runde jetzt hier, so ein bisschen was nacheinander, reicht auch. Hör mal auf, weil es bringt ja auch nichts, wenn ich nichts sehe und dann halt nicht schön reiten kann. Das war jetzt sehr gut. Ne? Kleine lockere Einheit. Ach Mann! Ja, und jetzt wartet noch Kaselitor auf mich. Na, Kleines? Warte, nimm. So, aber jetzt gehe ich in die Halle. Da habe ich keine Lust mehr draußen zu reiten. Ihr kleinen Machos. Katrin ist dann am Abend noch Mathilda in der Halle geritten. Tatsächlich ist es auf der Kamera noch heller, als es in echt war. Also da merkt man, wie schnell es jetzt einfach dunkel wird. Ich bin da definitiv noch nicht bereit für die dunkle Jahreszeit. Aber gut,
hier ein bisschen locker galoppiert. Gerade jetzt, wenn die Temperaturen kalt werden, merkt man das den Pferden hier und da natürlich schon an, dass sie ein bisschen knackiger werden. Aber Mathilda ist da immer so trotzdem die Ruhe selbst, immer brav. Das macht echt Spaß mit ihr. Oh, es zieht gerade ganz schön an. Es fängt auch schon an, auf dem Hof vorne zu frieren. Wird glatt, aber wir holen jetzt erstmal schnell Pferde rein, so dunkel.